R-E-W-I-N-S-I-D-E. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Empire. Und mit dabei ist heute leider wieder keiner. Dafür, Leute, habe ich heute eine kleine Livestream-Update-Folge von gestrigen Stream, Leute. Es hat sich einiges getan. Ihr seht es vielleicht schon hier. Hier fehlt einfach mal ein Haus. Und das Haus von Patrick haben wir gestern im Livestream einfach mal gesprengt, weil wir dachten, Patrick hat es nicht anders verdient. Er hat sich zu Gaia bekannt. Er wollte auch nach dem Verlust von Gaia, nach der Lila-Lage quasi immer noch, dass unsere Stadt untergeht. Er ist immer noch der Meinung, dass wir auf jeden Fall was falsch gemacht haben. Und ja, ihr werdet jetzt gleich in der Stadt ein paar Veränderungen sehen, denn hier stehen überall kleine Säulen. Ich kann ja mal ganz kurz zeigen, was es damit auf sich hat, beziehungsweise was dahinter steckt. Hier stehen nämlich überall statt diese Säulen hier, Leute. Da stand auch eigentlich was dran. Ich würde sagen, das machen wir jetzt gleich einfach wieder. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt einfach mal. Denn ich bin hingegangen und habe gestern mit Tobi Folgendes gemacht. Tobi hat gestern am Anfang im Livestream versucht, mich zu überzeugen, dass ich doch vielleicht sogar der Richtige wäre, um eventuell nun ja, ein König oder ein Stadtoberhaupt zu werden. Wir wollten es halt demokratisch wählen lassen. Eine Art ja, Staatsminister oder sowas wollten wir es wählen. Ich habe keine Ahnung, wer diese Wahlplakate hier wieder abgerissen hat. Ich glaube fast schon, dass Petter dieser dreckige Bastard dahinter steckt. Wenn ihr da auf jeden Fall mehr wisst, schreibt mir das in die Kommentare. Aber ich würde sagen, bevor ich jetzt hier weiterrede, Leute, gibt erstmal eine ganz kleine Zusammenfassung von euch, wie Tobi gestern angefangen hat, mich zu überzeugen. Bitteschön. Du hast einfach das Zeug dazu, weißt du? Hm. Oh, ich weiß nicht. Ich finde das eine sehr schwierige Angelegenheit. Ich bin da mal ganz kurz in meinem Kopf. Ja, klein Moment. Ja, ja. Ja, Leute, sagt ihr mir, was ihr davon haltet. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Nochmal, Leute, wegen der Werbung, die stelle ich nicht ein, die kommt von Twitch selber. Danke dafür. Mini Lumisando, der 2 Euro, ich fände auch, dass du ein besserer Anführer wärst. Danke dafür auf jeden Fall, der 2 Euro und diese nette Meinung deinerseits. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß nicht, ob ich ein anständiger Anführer sein könnte. Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Crafted Season 4 donate 2 Euro und schreibt Remember Me, auch wenn es lang her ist. RIP 2.2.2017. Crafted Season 5, coming soon, maybe. You know. Palufegirl donate nochmal 2 Euro. Hey, nee, Leonie stimmt schon. Leonie ist besser als Palufegirl. Ja, dann ich habe jetzt Leonie Palufegirl. Ich meine doch, Alter. Siehste, Stefanie, danke für deinen 5. Resub. Hadi Juli 34, ich habe deinen Sub schon vorgelesen. Aber danke nochmal für deine 2 Euro. Hadi Juli 34, willkommen hier bei den Insider an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank. Mr. Ausaufgabe, zerstöre Pat sein Haus. Ich habe gerade genügend TNT da reingelegt. Ich glaube, das sollten wir hinbekommen. Max PvP, danke für deinen Sub an dieser Stelle. Sound Mikrofon aktiviert. Ich weiß nicht, Tobi. Ich hab gerade nochmal nachgedacht und ich fühle mich dafür irgendwie nicht. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Nee, was spricht dagegen? Oder was ist denn. Was hält dich denn davon ab? Ja, ich mache doch so viele andere Sachen noch. Ich meine, wenn ich jetzt Bürgermeister bin, dann kann ich mich doch gar nicht mehr um. Oder Stadtminister oder so. Ich kann mich doch gar nicht mehr um alles kümmern. Ja, natürlich kannst du. Ich meine, ich kann dir auch helfen. So, ich bin ja auch noch. Hier, um, dass ich dir irgendwie ja, aber wollen wir jetzt, Sachen mache oder sowas. Ja, aber wie willst du es jetzt angehen? Willst du es einfach eine Wahl ansetzen oder was? Ich kann jetzt nicht einfach sagen, wir wählen jetzt unseren König ab. Ich bin immer derjenige, der neue Herrscher instruiert und bestimmt. Und jetzt soll ich einfach hingehen und eine Wahl für mich aufstellen? Wie kommt das denn rüber? Naja, ich weiß nicht, ob man es mal nennen kann, weil... Ich kann ja nicht einfach selber hingehen und Werbung für mich machen. Weißt du, wie das rüberkommt? Ja, jetzt gerade gesehen, Leute, Tobi hat auf jeden Fall sehr gut auf mich eingeredet und irgendwann habe ich es dann auch begriffen, dass ich vielleicht doch der Richtige bin, um eventuell die Stadt wieder zu glorreichem Siegtum zu führen. Ich weiß, dass es eventuell schwierig sein wird, weil viele Leute bestimmt ein Problem mit mir in der Stadt haben, aber ich glaube, dass auf jeden Fall Tobi und ich hier die richtigen politischen Entscheidungen treffen können. Und das Ganze ging dann tatsächlich nur noch weiter, denn irgendwann haben wir dann gesagt, okay, Leute, jetzt ist an der Zeit, dass wir irgendwann das Haus sprengen. Wir haben dann das Haus gesprengt und Tobi hat mich weiter überzeugt und ich würde sagen, das könnt ihr euch jetzt hier einfach mal reinziehen, bitte. Ich meine, pass auf, es geht ja alles nur darum, dass man das gut bewirbt, so sag ich mal. Ja, aber habe ich jetzt Zeit, sagst, um eine Werbekampagne? Ich möchte mein Haus fertigstellen und alles. Das ja, da kann ich dir helfen. Ich meine, dein Haus, ja klar, gut, dein Haus ist wichtig und alles, aber ich denke, wenn wir mit dem Argument kommen, dass wir die Stadt weiterbringen, dann werden Leute vielleicht auch für dich wählen zum Beispiel. Und Corona macht einfach nichts. Also ich habe noch nicht gesehen, dass er irgendwas gemacht hat und das weißt du selber auch. Hm. Und das, finde ich, ist ein Grund dafür, dass man einfach wie ein Neues wählen sollte. Und kein anderer hier in der Stadt ist dazu in der Lage, diese Position zu übernehmen. Ja, ich traue mir das halt auch irgendwie schon zu, aber irgendwie halt auch nicht, weißt du? Es ist so... Es spricht ja nichts... Du kannst ja nichts dagegen haben. So, ich weiß nicht. Ich spreng jetzt erstmal dieses Haus, mir reicht das jetzt hier. Ich will jetzt einfach nicht mehr warten. 3, 2, 1, auf Wiedersehen, Patrick. Es tut mir leid. Ich hoffe, da geht jetzt alles schön glatt mit dem Schutzwall hier. Oh, ist leider nicht alles explodiert. Warte, pass mal du lieber auf, ich mach mal hier lieber... Kannst du die restlichen Sachen anzünden, Tobi? Genau, ja, weil ich vielleicht kann ja schnell wegfliegen.
Nicht, dass du da noch irgendwie dich in Gefahr bringst. Jetzt gesehen, Leute, das Haus ist einfach mal in die Luft geflogen. Wir haben natürlich dann alles wieder ausgebessert. Ich denke mal, hier wird dann ein öffentlicher Platz irgendwie hinkommen. Vielleicht eine Art Kinderkargestätte oder sowas, die ich ja auch in meinem Wahlprogramm niedergeschrieben habe. Ich glaube, gerade für die Kinder von Mo ist das nicht verkehrt oder sowas. Also es gibt auf jeden Fall große soziale Umbauten in der Stadt, große soziale Planung, die wir haben. Aber wie gesagt, das seht ihr im nächsten Tag. Denn im nächsten Tag, meine Freunde, bin ich hingegangen, habe mein Wahlprogramm quasi ein wenig zusammengestellt. Ich würde sagen, das seht ihr jetzt einfach mal hier. Vielleicht hast du recht, Tobi. Vielleicht hast du... Füll du mal den ganzen Rasen hier aus, vielleicht kann man dir da, ja, vielleicht hast du doch recht, ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir das Ganze wenigstens mal versuchen. Ich fülle dir gerade, by the way, alles mit dem ganzen Müll auf, den wir hier bei der Sprengung übrig gelassen haben, wie du vielleicht sehen kannst, dass wir hier schon mal... Ja. Pass auf, wenn du, gib mir mal bitte ein Buch und ich ziehe mich ganz kurz zurück und denk mir mal was aus und dann zeige ich dir mal, was ich vorhätte, wenn ich dann validieren würde, okay? Es liegt hier. Okay, pass auf, dann dreh ich mich kurz, dann füll du das Ganze hier schon mal mit Erde und sowas aus am besten. Oder ja, wenn du noch Dingensblöcke hast von der Slack-Attacke, ja, genau. Genau, ja. Dann setz das direkt hier rein. Warte mal ganz kurz, also. Wahlprogramm von Revinzeit. Punkt 1. Ausbesserung der Stadt in Verurteilung nach einem fairen Prozess. Oh, ich habe Struktur falsch geschrieben. Das stimmt. Mit CK. Ups. Ja, jetzt ist es zu spät. Ich will nicht alles wieder löschen müssen, Leute. Jetzt muss ich hier alles wieder löschen. Und das ist mir dann zu aufwendig. Krankenhäuser haben wir schon. Bildungseinrichtungen haben wir auch schon. Jetzt gerade mit eigenen Augen gesehen, Leute, mein Wahlprogramm ist relativ umfangreich. Ich kann euch das ja mal ganz kurz zeigen, was da alles drin steht. Ich kann ja mal ganz kurz durchblättern. Ihr könnt ja dann pausieren, wenn es euch durchlesen möchtet. Wie gesagt, wir haben auf jeden Fall einige Sachen, die sicherlich viele Leute ansprechen. Zum Beispiel die Ausbesserung der stadtinternen Straßennetze und Bau eines Schienensystems, komplette Verletzung aller Bürger, konsequente Verfolgung aller Straftäter, Verurteilung natürlich nach einem fairen Prozess, Einführung einer städtischen Armee, Bürgerwehr, Bau von Laternen, das heißt, dass die Stadt hundertprozentig ausgeleuchtet wird, Anwerben neuer Nichtmenschen und NPCs, Bau eines gemeinsamen Badehauses sowie Errichtung eines Krankenhauses, regelmäßige Neuwahlen der Stadtführung, natürlich auf demokratischer Ebene, Möglichkeit, dass die Bürger Vorschläge direkt bei der Stadtführung einbringen können, Ausbau der Wehranlagen, Ehe für alle und jeden, Veranstaltung regelmäßiger Feste, Modernisierung der gesamten Stadt- und Gebäudestruktur, Anschluss aller Häuser an das Kanal sowie Fluchttunnelsystem, Bau der städtischen Universität und Zauberei für diverse Lehrfächer, Bau eines Kneipp- und Restaurantviertels in der Stadt, Einführung von geringen bürgerlichen Abgaben, um die Stadt weiter voranzubringen, Bau einer Drachenflugstelle. Ich kandidiere hiermit und hier ist nochmal Schlussplädoyer, das könnt ihr euch dann selber mal durchlesen, Leute. Ja, und das haben wir quasi gestern im Livestream gemacht. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, wie sind diese ganzen Dinger hingekommen und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal ganz kurz den Ausschnitt, wie wir hier überall diese ganzen Wahlplakate und die ganzen Wahlwerbedinger hier angebracht haben. Bitteschön, genießt das. Wir haben da auf jeden Fall gute Möglichkeiten, auch mit der Druckerpresse und mit allem eigentlich. Sicher? Ich weiß ja nicht. Das Einzige, was du nicht machen darfst, ist zweifeln. Vielleicht hast du recht, vielleicht ist es jetzt an der Zeit, endlich mal zusammen hier etwas Neues zu bewirken. Vielleicht hast du damit recht, Tobi. Vielleicht hast du wirklich recht. Vielleicht ist es nun endlich an der Zeit, dass wir... Ja. Ich meine, klar, mehr als versuchen können wir es letztendlich nicht und... Richtig, richtig. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das der richtige Moment ist, dass wenn alle hier gerade am Aufbauen sind, aber... Naja, gerade dann erheben sich doch neue genau, ich wollte gerade sagen. Strukturen. Jetzt ist doch an der Zeit, etwas Neues zu versuchen. Ich meine... Wieso nicht? Ich bin auf jeden Fall guter Dinge, Levi. Das werden wir hinkriegen. Gut, dann kümmer du dich da vorne bei Gamers Time und alle Sachen. Ja, mach ich. Stell die Dinger am besten mitten auf die Wege, Tobi. Ich glaube, da fallen sie am meisten auf. Ja, ich mache mich an die Pfähle und mitten auf die Wege. Hast du noch ein wenig Holz für mich? Ich habe, also rohes Holz für dich, ja. Ja, gib mal. Ich brauche dieses hier, wenn du hast. Ja. Ah, perfekt, sehr gut. Ja, okay. Wenn du noch mehr brauchst, dann ich komme sofort zu dir. Wir stellen einfach Pfähle auf, an dem alles drauf ist. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert, Tobi. Ich bin wirklich mal gespannt. Aber es könnte hinkommen. Vielleicht haben wir wirklich Glück mit unserem Programm. Wer weiß das schon. Also, wir haben auf jeden Fall die besten Voraussetzungen, auch mit den Techniken, die wir haben. Denn wer hat so Präsenz gezeigt und wer hat so ein aufwendiges Wahlprogramm gemacht bisher? Niemand. Bis jetzt halt niemand. Niemand hat sich so wirklich Mühe gegeben, das stimmt schon. Und daran sehen die Leute, ich meine, Werbung ist alles. Du musst dich gut präsentieren. Und dann sehen die Leute auch, dass du auch was drauf hast. Meinst du, wir können vielleicht sogar schon für nächste Woche Dienstag eventuell schon die ersten... Naja, also ich würde halt gerne öffentlich sprechen.
Ich meine, ich muss dem Volk ja was bieten können, oder? Ja, natürlich. Also du musst dich auf jeden Fall. Wir können ja irgendwas organisieren, dass wir vielleicht irgendwo. Am besten auf dem Platz, den wir gerade gemacht haben, oder auch irgendwo anders, beim Palast, keine Ahnung, irgendwie ein Rednerpult aufstellen, wo dir dann jeder vielleicht zuhören kann. Wo du den Leuten sagen kannst, was du vorhast, nochmal ein bisschen alles näher bringen und einfach sagen, was du halt machst. Und wieso sie genau dich wollen, haben wollen. Ihr habt es gerade gesehen, Leute, also auf jeden Fall ist mein Wahlprogramm sehr, sehr umfassend und ich hoffe mal, dass das Ganze funktionieren wird. Jetzt heißt es halt, die nächsten Tage Wahlwerbung machen für mich hier als neuen Herrscher bei Empire. Ich denke mal, dass wir das demokratisch sicherlich hinbekommen, dass ich hier vielleicht der neue König bin. Corona ist leider nicht mehr ganz in der Lage zu dienen. Er hat auch schwere, schwere krankheitliche Gebrechen. Deshalb ist es, glaube ich, an der Zeit, mich eventuell als neuen Herrscher hier aufzustellen. Und ja, wenn ihr das unterstützt, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare ein Hashtag WeltRevi, Leute. Verteilt es überall bei allen anderen Leuten unter die Videos. Überall Hashtag WeltRevi, gerade bei Patrick, weil der jetzt am meisten verdient, Leute. Und ich würde sagen, wenn ich diese kleine Livestream-Update-Folge gefallen hat und euch diese neue Storyline, die wir gerade einschneiden, ebenso gefällt, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Das war's von dieser wunderschönen Folge von Minecraft Empire. Macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao!